Heute dreht sich alles mal um die Brötchen aus dieser Dose. Viele machen die im Omnia-Backofen und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man Knack- und Backbrötchen im Omnia-Backofen macht. Von daher erstmal herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von 4 Reifen, ein Klo. Ja, ich zeige euch heute verschiedene Varianten, wie ihr diese Brötchen tatsächlich im Omnia-Backofen machen könnt, wie die auch gelingen. Ich zeige euch aber auch Varianten, die nicht gelingen. Denn ich habe auf YouTube auch viele Videos gesehen, wo dann gesagt wird, klappt einfach nicht, lasst es sein. Aber man zeigt aber auch keine Variante, wie es dann klappt. Und ich möchte euch heute wirklich 4 Varianten vorstellen. 3 davon, glaube ich, klappen nicht so gut, aber eine klappt. Und von daher zeige ich euch mal, wie ihr diese 8er Sonntagsbrötchen von Knack und Back im Omnia-Backofen unterwegs backen könnt. Zunächst einmal müssen wir natürlich die Dose öffnen. Knack und Back gibt es seit 1972, habe ich auf der Seite von Knack und Back nachgelesen. Auch jetzt gleich der Hinweis, ich bin nicht aufgefordert von Knack und Back das zu machen. Knack und Back hat nichts gesponsert, sondern es ist meine eigene Idee gewesen, die Videos, die es da gibt, einfach mal richtig zu stellen. So, von daher Knack und Back, wo kommt der Name her? Knack und Back hat es auch auf seiner Seite erklärt. Ist ganz witzige Sache, denn es knackt, wenn die Dose aufgeht und dann kommt das Back. Das heißt, dann wird es gebacken. Bis 2010 war es so, dass man das an der Tischkante aufschlagen musste. Und jetzt ist es so, dass ihr hier einen roten Haken habt und das nur noch aufreißen müsst, laut Internetseite. Und dann soll es plöppen. Wir gucken mal. Okay, es plöppt nicht. Das ist natürlich ein toller Vorführeffekt. Eigentlich plöppt's. Also eigentlich plöppt's wirklich. Das können wir nicht so bringen. Die gehen eigentlich ganz einfach auf. Aber ich glaube, ich war zu zaghaft. Och Mensch. Aber wir nehmen jetzt mal eine andere. Ich habe ja ein paar Reservedinger gekauft. Da. Da klappt auch nichts. Warum plöppen die denn nicht? Warum plöppen die denn nicht? Hä? Die? Ah, plöppt. Okay, ein bisschen drücken, dann plöppen die auch. Vielleicht, ich denke mal, lach an mir. Also nochmal, so plöppen die immer auf. Liegt jetzt mit Sicherheit nicht an der Firma, sondern an meiner Technik. Ja, dann kriegt ihr hier so 8 Teiglinge, die ihr dann nach Gebrauchsanweisung, so wie es draufsteht, einfach einkreuzen sollt. Das mache ich jetzt mal ganz fix. Ist noch Papier? Brauchen wir nicht. So. So, und dann gehen die gleich, so wie sie sind, in die Omnia-Form. Die erste Variante, die ich euch zeigen möchte, ist einfach in der Omnia-Form. Ich habe jetzt eine alte Omnia-Form genommen. Ja, ihr seht es an den Flecken und so weiter. Hat seinen Grund, denn ich vermute mal, es kann sein, dass sie anbappen. Deswegen nehme ich da in dem Fall immer eine alte Form. Ich fette das jetzt mal kurz ein bisschen unten ein und lege dann die Teiglinge rein. So einfetten würde ich es auf jeden Fall, weil ansonsten garantiere ich euch, bleiben eure Teiglinge dort kleben. Und so bleiben sie wenigstens nicht kleben. Dann kriegt man sie wenigstens noch raus. So, einfach nebeneinander einlegen. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz die haben. Vielleicht schieben wir die gleich noch mal ein bisschen. Wir sind ja variabel. Müssen wir ihn noch ein bisschen schieben. Ist sehr eng da unten, weil der Kamin geht ja quer runter. Das heißt, die haben ja unten viel weniger Platz. So. So geben wir die dann jetzt einmal kurz auf den Gaskocher. So für, ich glaube, 12 Minuten ungefähr. Und dann schauen wir, was rauskommt. Backt die
Knack- und Backbrötchen bitte direkt auf kleiner Flamme. Und wie ich immer sage, bitte Flamme angucken. Meine Gaskartusche ist schon halb leer. Das heißt, wenn ich jetzt auf klein drehen würde, dann würde sie vielleicht schon ausgehen. Also gucken. So, die Flamme ist klein eingestellt. Ich stelle mir jetzt mal den Timer und dann schauen wir mal, wie die Sachen so in 12 Minuten ungefähr aussehen, ob sie dann schon gut sind. Variation Nummer 2 ist mit der Silikonform aufbacken. Gerade habe ich die Backform einfach nur eingefettet und jetzt verwenden wir hierfür die Silikonform und gucken mal, wie dann unsere Brötchen werden. So, die stellen wir jetzt genauso wie gerade auch auf die kleine Flamme. Ihr wisst, gucken. Und dann schauen wir, was da gleich rauskommt. Auch eventuell noch mal kontrollieren, ob euer Omnia mittig steht. Und dann schauen wir uns gleich das Ergebnis an. Die ersten Knack und Back sind jetzt fertig. Die waren jetzt 18 Minuten auf kleiner Flamme drin. Sehen von oben toll aus. Jetzt schauen wir mal, ob ich die da rauskriege. Wir nehmen mal den Deckel zum Stürzen. Weil die sind deswegen zum Stürzen, weil die sind ja völlig zusammengebappt. Ich glaube, ich kriege die so gar nicht raus. Es ist heiß. Guck mal, wenn ich die umdrehen kann, dass die besser rausflutschen. So, unten sehr dunkel geworden. So. Die sind super heiß. Also unten sind die wirklich sehr knackig und dunkel geworden. In dem Video, was ich gesehen habe, waren die sogar fast 22 Minuten drin. Wenn ich bedenke, noch vier Minuten länger, dann wären die natürlich noch dunkler geworden. Aber die fühlen sich echt sonst ganz cool an. Warten wir mal auf die nächsten Experimente. Ja, also bitte nicht noch länger drin lassen. Ich denke mal, 18 Minuten ist hier wirklich das Minimum. Könnt ihr auch sehen, die sind wirklich von innen auch cool geworden. Ja, richtig schön weich, super heiß noch. Aber die sind schon ganz nett geworden. Also mit nur in der Backform geht es natürlich auch. Wäre natürlich ein bisschen knackiger. Und wenn die jetzt kälter werden, werden die natürlich noch ein bisschen härter. Das liegt aber an Knack und Back, das ist immer so. Die werden immer nachher ein bisschen härter, man kann sie noch essen. Die sind aber trotzdem lecker. Okay, dann warten wir auf die Sache Nummer 2. Unsere Variante Nummer 2 ist fertig. Das war das mit der Silikonform. So, ich vergesse immer, dass der Deckel so heiß ist. Ihr seht, die sind knackig. Ja, man kann es fühlen, aber die sind nicht so braun. Und dann schauen wir mal, wie die Dinger aussehen. Die sind auch zusammengebacken, deswegen nehme ich dafür auch lieber den Deckel. Okay, falscher Ablauf. Erst den Deckel wieder drauf machen, dann nehme ich mal das Rost, weil ich das gleich brauche. Und dann nimmt man alles zusammen. Das ist, glaube ich, besser für die Hände. So. Also von unten sehen sie schon mal viel, viel heller aus als die von gerade. Das liegt an der Silikonform, dass die halt nicht so dunkel sind. Die sind auch nicht ganz so hart. Ich zeige euch mal eben den Unterschied. So, das ist schon mal der Unterschied zu Variante 1 direkt in der Backform und das ist die Variante 2 in der Silikonform. Das heißt, hier ist wirklich ein bisschen härter und hier ist nicht ganz so hart. Das ist so, wie wir die beim Bäcker kennen. So fühlen sie sich auch an. Allerdings von oben sind die natürlich brauner. Das liegt daran, dass die Backform an sich halt wieder sehr viel Hitze abgibt. Und dann werden die halt oben brauner. Irgendwas muss man erleiden. Das heißt, mit Silikonform unten schön, oben nicht. Ohne Silikonform oben schön, unten nicht. Wir haben ja noch zwei Varianten.
Die dritte Variation. Die dritte Variation machen wir diesmal mit Aufbackgitter. Das heißt, nur das Aufbackgitter reinlegen. Ich habe hier auch eine etwas ältere Backform genommen, weil ich einfach befürchte, dass die vielleicht ein bisschen Schaden nehmen kann. Ich kann mir auch schon vorstellen, wie gleich das Aufbackgitter aussieht. Aber das möchte ich euch zeigen, weil hierzu gibt es natürlich auch ein Video auf YouTube. Und ich möchte euch natürlich den Fehler zeigen und euch gleich zeigen, wie es denn richtig funktioniert. Von daher erstmal die Variation Aufbackgitter und nur die Backform. Und das geht jetzt natürlich auch auf den Gaskocher. Ihr wisst ja, ne? Gucken, einmal gucken, zweite Mal gucken, Flamme. Jetzt zeige ich euch Variante Nummer 4. Das ist meine Lieblingsvariante. So mache ich nämlich auch immer die Knack- und Backbrötchen. Und das ist nämlich einmal mit der Silikonform. Dann legt ihr das Aufbackgitter rein und zusätzlich noch einmal eine Dauerbackfolie. Die Dauerbackfolie könnt ihr euch einfach aus einer großen Dauerbackfolie zuschneiden in Größe des Aufbackgitters. Und das hat den Vorteil, da backt sich nichts durch. Das Aufbackgitter deswegen, weil das dann gleichmäßig an Ober- und Unterhitze liegt. Wir haben ja gerade gesehen, dass einige Brötchen halt nicht so dunkel wurden. Das liegt einfach daran, weil sie nicht zu hoch an der Oberhitze waren. Durch das Aufbackgitter kommt es natürlich höher. Und die Silikonform verhindert halt in dem Fall, dass die Brötchen an den Kanten braun werden. Ihr seht schon, die liegen jetzt auch viel, viel höher als unten auf dem Boden. Die haben auch dementsprechend ein bisschen mehr Platz. Die haben hier schon eine Lücke drin. Vorhin musste ich die, als wir die direkt in die Backform gelegt haben, war es ein Ring. Die haben sich halt ein bisschen zusammengebacken. Ist nicht tragisch, aber hier haben sie auch mehr Platz, um sich einfach zu entfalten. Und die gehen jetzt auch noch einmal für 18 Minuten ungefähr auf die Gasflamme. Was habt ihr gelernt? Gucken. So, dann schauen wir uns gleich das Ergebnis von Variante Nummer 4 an. Variante Nummer 3 war das mit dem Aufbackgitter und der Backform. Ja. Obwohl die Brötchen sehr hoch an der Oberhitze waren durch das Aufbackgitter, haben sie oben nicht viel Hitze angenommen. Man müsste sie eventuell jetzt noch länger drin lassen. Würde ich aber abraten, weil wir gucken uns jetzt die Unterseite an, wie die denn aussieht. Ach, okay, wir müssen es nochmal anders machen, weil die Dinger sind völlig festgeklebt, anscheinend an der Seite. Also wenn euch mal sowas passiert, dass euch was festklebt und ihr es nicht rausbekommt, ihr habt gesehen, dass ich jetzt ein bisschen geschüttelt habe. Geht nicht mit dem Messer ran, weil dann macht ihr wirklich Kratzer rein. Das passiert einfach. Schüttelt ein bisschen und dann löst sich auch alles. Und jetzt kann ich die Kipptechnik machen. Hoffe ich. Und das ist dann, was ich vermutet habe, das Gitter hat sich hier eingebrannt. Deswegen hat sich auch alles ein bisschen verfestigt. Und auch das Gitter ist natürlich jetzt super heiß. So, noch mal weitermachen. So, wäre natürlich jetzt nur eine optische Sache, aber Die sind ja auch viel dünner geworden, viel kleiner geworden, aufgrund auch des Einbackens vom Gitter. Zudem sieht man hier auch ziemlich dunkle Stellen. Die habe ich ja auch noch an, die sind heiß. Die habe ich ja auch noch an anderen Positionen. Die sind einfach aufgrund dessen, weil die an der Backform halt gedockt sind, sind die halt dunkel geworden. Jetzt waren die auch nur 18 Minuten drin, hätten jetzt auch nicht länger gedurft, weil die sind wirklich von der Konsistenz sind die halt schon knackig genug. Alles andere würde jetzt hart werden. So, jetzt gucken wir uns gleich noch den Inhalt an.
gucken wir uns mal eben den Inhalt an, wie die von innen geworden sind. Die sind nicht schön geworden von Konsistenz. Die anderen konnte ich gerade schon so aufknacken, die leider gar nicht. Die sind auch nicht... So theoretisch hätten die sogar noch 2-3 Minuten länger gekonnt, aber die sind von außen wirklich schon ziemlich hart. Die haben zwar keine Farbe angenommen, aber die sind schon ziemlich knackig. Man kann es versuchen, 2 Minuten länger zu machen, aber mal gucken, wie Variante 4 wird. Wir schauen mal. Die Variante Nummer 4 und damit die letzte Variante. Wir öffnen Tor Nummer 4. So, ja, farblich schon mal super toll. Ich kann es auch nicht lassen mit meinen Pfoten. Farblich schon mal super toll. Es klebt nichts an. Ich kann die also einmal umkippen. Das mache ich jetzt. Ich brauche aber noch. So, das brauche ich noch. So, das war jetzt die Variante mit Silikonform Aufbackgitter und der Folienform, der Dauerbackfolie. So. Ihr seht, es hat sich deswegen ja auch nichts eingebrannt, kann ja auch nicht wegen der Dauerbackfolie halt. Die haben eine recht schöne Farbe, die fühlen sich auch super toll an. Und auch von oben, immer mal ein bisschen Platz, auch von oben sehen die sehr toll aus. So, jetzt gucken wir noch mal das Innenleben. Also die fühlen sich super knackig an. Ich weiß gar nicht, ob ihr es hört. Auch von innen. Also von innen sind die echt cool geworden. Wie unsere erste und zweite Variante auch. Richtig, richtig lecker. Ja, jetzt stelle ich euch noch mal eben alle Varianten vor, dann haben wir die alle mal im Vergleich und sage euch noch mal etwas dazu, wo halt die Unterschiede waren, was wir gemacht haben. Und dann könnt ihr für euch ausgucken, was für euch am besten ist, wenn ihr die Knack- und Backbrötchen, diese Achter in dem Fall, einfach mal machen wollt. Hier jetzt noch mal alle unsere 4 Variationen, die wir heute mit den Knack- und Backbrötchen gemacht haben. Einmal die Variante, wo wir halt die Knack- und Backbrötchen direkt in die Backform gemacht haben. Ich empfehle euch auch da unbedingt, wenn ihr das so macht, einzufetten. Fettet ihr das nämlich nicht ein, dann backen die euch mit Sicherheit an. So, hier nochmal die Variation. Es ist natürlich recht dunkel geworden. Die sind jetzt auch abgekühlt. Die sind schon recht hart unten. Ja. Wer es so mag, der kann natürlich diese Variante wählen. Ich kann euch halt nur Tipps geben, wie ihr es machen könnt, was man machen kann und ähnliches. Von innen fühlen die sich immer noch ganz toll an, sind mit Sicherheit sehr appetitlich. Das heißt, oben haben die eine schöne Farbe bekommen. Das liegt daran, weil die Backform halt sehr viel Hitze abgestrahlt hat. Nur im Vergleich zu unten sind die natürlich nicht gleichmäßig geworden. So, hinzu kommt natürlich, dass die auch hier am Rand, das heißt am Kamin, auch etwas dunkler geworden sind, hätte man die jetzt noch länger drin gelassen. Das heißt, die waren jetzt 18 Minuten auf kleiner Flamme drin. Hätte man die länger drin gelassen, wären die mit Sicherheit ziemlich dunkel geworden. Dann die Variante mit der Silikonform. Das heißt, die gleiche Variante, nur statt Einfetten haben wir die Silikonform verwendet. In dem Fall wurden halt die Brötchen unten ganz toll, aber oben nicht. Da ja, wie bei der Variation, hat ja die Backform sehr stark abgestrahlt und hier ist ja nichts, was die Backform abstrahlen kann, aufgrund der Silikon. So, und deswegen ist es oben halt ein bisschen, ich würde jetzt sagen, jetzt wo sie kalt sind, eher nicht knackig. Unten sind sie schön, aber oben nicht so toll. Diese Variante würde ich eher ausschließen. Das liegt auch daran, weil in der Silikonform sammelt sich ja immer Feuchtigkeit. Wenn jetzt die Knack- und Backbrötchen direkt in der Silikonform liegen, dann können die natürlich immer ganz viel Feuchtigkeit ausstrahlen und das wirkt sich natürlich auf den Bräunungsgrad aus. So, von innen sind die auch noch ganz toll, fühlt sich immer noch ganz toll an, obwohl die abgekühlt sind. Ja, also essen kann man sie, ich finde sie jetzt nicht, also von hier finde ich die oben schöner. Ja, okay, 2 Variationen haben wir jetzt mal abgekaspert.
Wir nehmen jetzt Variation mit dem Aufbackgitter. Die finde ich persönlich die schlimmste Variation, weil erstmal backen die sich ein, ist nur eine optische Sache, aber dadurch verändert sich auch die Form. Das heißt, ihr habt ja unten die Kante, die ist jetzt nicht mehr glatt, es verändert sich halt und wenn ihr das durchschneidet, habt ihr natürlich da, wo die Rillen sind, ziemlich flach. Hinzu kommt, da die überall an der heißen Backform gelangt sind, habt ihr auch ständig solche schwarzen Stellen drin. Ja, und ist natürlich nicht so toll. Die habt ihr nicht überall, aber dann habt ihr sie und wenn man die länger drin lässt, habt ihr natürlich noch größere Stellen. Die sind natürlich farblich völlig verblasst. Und deswegen kann ich diese Variation gar nicht empfehlen. Also die fühlen sich auch nicht toll an. Von innen fühlen die sich auch nicht mehr toll an. Die fühlen sich ziemlich vertrocknet an. Finde ich persönlich jetzt nicht die beste Variante. Dann lieber auf die ersten beiden Varianten gehen. Oder aber ihr nehmt Tor Nummer 4. Also die Variante Nummer 4. Das heißt mit Aufbackgitter, mit der Silikonform und mit der Dauerbackfolie. So mache ich die auch immer, weil die werden dort wirklich richtig cool. Ich weiß nicht. Kann man es hören? Also die knacken wirklich. Die knacken, die haben auch eine echt coole Konsistenz und auch von innen fühlen die sich richtig lecker an. Also das sind Brötchen, wo ich sagen würde, jo, so müssen Brötchen sein. Ja, zumindest für meinen Geschmack. So, nochmal eben zur Dauerbackfolie. Die könnt ihr euch natürlich überall bestellen. Die kriegt ihr in jedem Onlinehandel, die kriegt ihr teilweise auch in den kleinen Discountern. Die werden öfter mal angeboten. Sind so große viereckige für den Backofen. Die könnt ihr euch für das Aufbackgitter einfach zuschneiden. Beim Schwarz natürlich ein bisschen tricky, aber es funktioniert. Wenn ihr die Variation mit der Silikonform macht und das Aufbackgitter, bitte benutzt nicht auf Dauer die große Flamme, weil dann geht euch die Silikonform kaputt. Deswegen, diese Brötchen waren jetzt in dem Fall 20 Minuten auf kleiner Flamme drin. Hat sich gelohnt. Wir essen die sehr gerne so. Ich mache die auch unterwegs ständig so, weil dadurch, durchs Aufbackgitter liegen die natürlich höher an der Oberhitze, das ist am Deckel, und liegen nicht direkt an der Unterhitze. Deswegen habt ihr das so. Hier liegen die direkt, das heißt die Variante, wo wir das direkt in der Form gemacht haben, liegen die direkt auf der Unterhitze. Und die liegen halt gleichmäßig. Ober-Unterhitze und liegen genau in der Mitte und können sich da völlig frei entfalten. Durch die Silikonform können die auch irgendwo andocken und werden dann nicht schwarz, sondern bleiben immer noch hell und gesund. Und durch ja, den kleinen Freund hier backt sich auch nichts durch, wie wir es hier haben. So, das waren meine Variationen zum Aufbacken von Knack- und Backbrötchen. Ich habe dazu auch einen Beitrag, den werde ich euch gerne verlinken. Es gibt auch noch eine weitere Variation, wie man diese Knack- und Backbrötchen, das heißt die Sechser in dem Fall, in der Muffinform macht. Dazu machen wir demnächst auch noch ein Video. Also seid gespannt. Abonniert natürlich unseren Kanal und macht die Glocke an. Die Glocke ist dafür wichtig, dann bekommt ihr nämlich eine Information. Hey, Vier Reifen und ein Klo hat ein neues Video rausgebracht. Yeah! Und das machen wir natürlich. Und wir machen es regelmäßig und immer wieder neue Informationen rund um den Omnia. Tipps und Tricks, neue Rezepte. Seid dabei, abonniert uns, lasst uns ein Like da und kommentiert mal, ob ihr auch Knack- und Backbrötchen schon mal gemacht habt. Und wie sind eure Erfahrungen? Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!